Guten Tag, mir ist letztens mal aufgefallen, dass ich das APC aus dem Event überhaupt noch gar nicht gespielt habe und da denke ich mal, es wird mal Zeit, das Ding auszuprobieren. Und ich dachte, wir übertreiben es gleich mal ein bisschen. Ich habe jetzt alle drei APCs mal dabei bei den Deutschen und ich dachte, ja komm, warum nicht, machen wir mal eine APC-Runde. Und dann nehmen wir das neue Gerät direkt mit der kleinen Stummelkanone und dann schauen wir da mal, was da in Moskau so geht. Moskau ist ja schon mal ganz gut, dann sind wir vielleicht maximal Tier 3. Das wäre mir tatsächlich auch ganz recht, wenn ich nicht komplett auseinandergenommen werde. Und dann schauen wir einfach mal, was die Halbkette so drauf hat. Nehmen uns ein bisschen Puma. Den lassen wir mal Puma sein und dann gehen wir rein. Jetzt ist die Frage, wir haben ABCBC. Laden wir direkt mal HE rein, oder? Machen wir mal. Wird wahrscheinlich ein Fehler sein, weil wahrscheinlich eh gleich der erste Panzer entgegenkommt. Oh, das Ding ist ja richtig flott unterwegs. Warum ist das scheiß Premium APC nicht so schnell? Oh, sorry. Oh, fuck. Kommt von da hinten. Gott, ist das eine kleine süße Stummelkanone. Warte, warte. Ach, verdammt. Boah, das Ding ist ja fast ein Mini-Panzer, ey. Gott, ist das Ding laut. Wo ist der Feind? Das Ding könnte mal ein bisschen WD-40 vertragen. Oh, fuck, da ist ein Panzer. Und tschüss. Was? Wie bitte? Ich habe mit HE den T28 rausgenommen. Okay, das könnte witzig werden. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass das eine gute Runde werden könnte. Warum will keiner bei mir spawnen, Mann? Spawn bei meinem APC. Es ist ein gutes APC. Es gibt viele APCs, aber das hier ist meins. Wo ist der Feind jetzt? Oh. Da war noch ein T28. Verdammt. Ja, egal. Kommen wir direkt mit dem nächsten. Mit dem MG kann ich wahrscheinlich nicht viel machen. Da wäre das Russen-APC jetzt besser. Alter, ist das laut. Wartet mal kurz. Kurz Ingame-Sound ein bisschen runterdrehen. So. Das finde ich halt schade, dass hier kein Heavy-MG drauf ist, wie auf dem Russen Premium APC. Dann könnte ich den T28 damit richtig schön vergewaltigen. Da flattert ein Flugzeug. Erstmal schön Arti hinterm Punkt. Und jetzt wird das Ding erstmal richtig eingelocht. Oh, da steht schon einer drin. Pass mal auf. Hopp. Das ist doch mal geil. Jetzt haben wir einfach zwei APCs hier drin geparkt. Jetzt wird da nie wieder einer rauskommen. Aber ist ja egal. Wo ist der Panzer? Scheiße, ich habe keinen. Da. Nein! Natürlich stirbt genau jetzt mein Anti-Tank-Dude. Los, Klaus. Klaus, Klaus, Klaus. Ich habe eine Sprengladung. Warte. Wait for it. Wait for it. Ich will ihn haben. Alter, kletter doch über den scheiß Zaun, du verdammter Vollidiot, Alter. Meine Fresse. Nein! Okay, dann geh mal, Captain. Piss dich. Oh. Ja, fast erschreckt. Habe ich eine Mine dabei? Ne, habe ich nicht. Alter, ja. Die haben ja richtig Bock auf jeden Fall. Ja, wir cappen jetzt hier auf jeden Fall mal durch. Was wollte ich jetzt sagen? Keine Ahnung. Ich habe wieder Vollgas vergessen, was ich eigentlich wollte. Ich höre ein Flugzeug. Egal, wir haben gecappt. Ui, da brutzelt es fröhlich vor sich hin. MP40, machst du nix. MP40, beste Waffe. Stimmt's? Weg mit dir. Oh. Ist das mal schön, wenn man nicht gegen Tier 5 Equipment ran muss. Beziehungsweise mit Tier 1 gegen Tier 3 Equipment. Was ja immer sehr belastend ist. Oh, da habe ich kurz gepennt. Los, Ewald. Raus aus der Hütte. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Batz! Denkst auch, ich hab dich nicht gesehen. Da hockt noch einer. Dann schmeißen wir da mal eine Granate rein. Die ging ja Vollgas daneben. Haben die da zugebaut? Hallo? Ist da noch einer drin? Ich weiß es gar nicht. Guck. Oh, der ist tot. Habt ihr eine bessere Waffe für mich? Ihr seid doch bestimmt voll die spendablen Russen. Ah, perfekt. Ich glaube, ja. Ich glaube, die sind tot hier drin. Weitermachen. Gucken wir mal hier in die Bude. Mal alles durchschauen. Ist das... Ah, ich dachte, das ist eine Munikiste. Dem war wohl nicht so. Da unten krabbelt was. Ach. PPS. Gute Waffe. Zack. Oh, ich gehe mal das Haus da clearen. Jedenfalls theoretisch. Aua. Ah, hast du dir so gedacht? Mein Aim ist ja heute gar nicht so scheiße. Ich habe natürlich auch wieder ein Aiming-Unterstützungsgetränk am Start. Ich höre was, ich höre was, ich höre was.
Boah, Muni leer. Ich gehe mal kurz hier hoch. Bis sich die Lage ein bisschen beruhigt hat, weil ich habe nämlich keine Muni. Habe ich eine Pistole? Ah, ich habe eine Pistole. Easy. Auf geht's. Und ein Gewehr. Okay, jetzt passt mal auf, wie der Onkel das regelt. Eins. Scheiße. Zwei. Nein! Den habe ich nicht gesehen. Egal. Nächstes APC. Rein da. Immerhin, Platz 2. Das ist doch schon mal was. Haben wir jemanden dabei, den wir kennen? Ich glaube nicht. Aber wir haben Fluffy im Gegnerteam. Lass mal kurz ein Motivationsschlückchen hier. So. Und den Bambusbjörn, den haben wir auch im Team. Also manchmal sind die Namen halt echt herrlich von den Leuten. Jetzt kommen wir mal mit unserem nächsten Halbketten-Dingsbums hier. Junge. Der ist ja richtig langsam. Da lässt sich auf jeden Fall schön... Oh fuck, da sind auch... Wir sind so viele Panzer, das ist halt echt nicht so geil. Gucken wir mal, ob wir hier hinten rum können, ohne dass der Panzer uns wegschießt. Einmal Arti. Dass wir wenigstens die noch rauskriegen, bevor uns der Panzer wegklatscht. Komm, drück dich mal hier durch. Och, Junge. Hat der Baum mich gerade fett genannt. Pass mal auf, ich lasse das Gerät mal hier stehen. Genau aus dem Grund, weil da nämlich schon wieder ganz viele fröhliche Rosen sind. Oh. Taktischer Rückzug. Das war jetzt ungünstig. Aber die haben ja jetzt schon wieder richtig Bock, Panzer rauszuscheißen. Wo ist mein... Los, Hartmann. Wow. Das hat sich richtig gelohnt. Hätte der den Panzer nicht eine Sekunde früher wegbomben können. Aber nein, machst du nix. Was ist deine Mission hier? Ja, genau. Bewacht das Heu. Warum liegt da Stroh? Ach, da ist das Haus. Geh mal rein. Können wir uns in der Hundehütte verstecken? Das wäre halt auch witzig. Guck, guck. Ich bin da. Bin da, wenn auch. Oh, Alter. Erschreck mich doch nicht so. Da ist schon mal niemand. Ist hier oben jemand? Das ist Toto Rosse auf jeden Fall. Wie Sie sehen Sie nichts. Ich habe eine Granate. Ich kann die Situation entschärfen. Guck. Oh, da lag eine SVT, glaub. Ah. Zack. Hol ich euch weg, ihr Schweine. So läuft das. Das macht ja richtig Spaß heute. Wo ist der Feind? Oh, hallo. Wow. Ich glaube, der hat der TNT hingelegt, oder? Ach du Scheiße. Wo ist er? Zack, weg mit euch. Tür zu. Oh Gott. Schnapp sie dir. Okay, dann halt nicht. Ich brauche eine andere Waffe, das wäre voll cool. Zack, weg mit Fluffy. Hat sie ausgefluffied. Junge. War der Brutzler auch wieder aktiv? Ah, oh, da liegt ein MP. Jetzt kann's abgehen. Pass mal auf. Dann machen wir nämlich zack, 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 zack. Kurz Muni leer. Auch schlecht. Oh, da bin ich mal ganz effektiv in die Handgranate reingerannt. Aber jetzt können wir das Halbketten-Ding nochmal ausprobieren. Vielleicht lassen wir uns jetzt nicht ganz so... wegschießen. Aber ich fand das ultra witzig, dass ich halt den T28 rausgenommen habe mit HE. Das kannst du ja auch keinem erzählen eigentlich. So, aber jetzt hier kommt mein Herwald. Herwald Stolte. Das ist ein richtig deutscher Name. Das klingt richtig wie so ein Anwalt. Eieiei, da oben fliegt ein Doppeldecker. Der Herwald. Herwald Stolte. Rechtskanzlei. So. Kommen die da oben aus dem Loch? Haben die da eine Pack gebaut? Oh, die haben da eine Pack gebaut. Batz. Der Reißwolf. Und Batz. Geschütz zerstört. So, und jetzt knattern wir da mit HE rein. Pass mal auf. Oh, das war ja nicht so effektiv. Kann ich dahinter schießen irgendwie? Verdammt. Da kommt gar keiner mehr. Ich will... Doppeldecker abschießen mit dem Ding wäre halt auch witzig. Weil der hat sogar Smokes. Oh, da oben hockt einer drin.
Rums. Mach's gut, Bambusbjörn. Okay, das Halbketten-Ding könnte halt echt Spaß machen, auf jeden Fall. Jetzt pushen wir mal ein kleines Stück vor und laden wieder APCBC rein. Aus dem ganz einfachen Grund, weil der Panzerspawn... Fuck, 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 mein Fahrer ist tot. Rückwärts. Hui. Das war knapp auf jeden Fall. Der Panzer hat auf jeden Fall Bock auf mich. Da werde ich jetzt... Wie machen wir das jetzt? Weil die Russen haben auf jeden Fall Bock, Panzer zu fahren, so wie es aussieht. Ah, das ist auch wieder eine Pack. Nein! Verdammt, ich habe ihn zwar noch erwischt, aber... Egal. Haben wir noch einen APC. Die haben auf jeden Fall richtig Bock, hier den Leuten auf den Sack zu gehen, so wie es aussieht. So. Komm, wir haben halt direkt Arti drauf, würde ich sagen, oder? Da steht halt nochmal ein Panzer, das ist auch doof. Ja. Bisschen was geht ja auf jeden Fall hier mit unserer fröhlichen Halbkette. Da, das ist ein Panzer. Panzer, 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 Panzer. Zurück. Panzer weg. Sehr gut. So. Jetzt schön Arti hier hin, in das Löchlein. Da kommt wahrscheinlich eh gleich der nächste Panzer um die Ecke. Die haben ja richtig Lust, die Russen heute, so wie es aussieht. Oh, da ist ein Flieger. Ich krieg das scheiß MG nicht so hoch. Och, Alter. Nein, nicht aussteigen. Schnell, steig wieder ein. Wo ist unser Fahrer? Zurück, 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 zurück. Huhuhu. Habt ihr ein Schwein? So. Ah, jetzt kam die Arti. Alter, was die am Pax bauen hier, ey. Junge, Junge. Die ist down. Ich finde es immer noch schade, dass man die 8-8 nicht benutzen kann. Das wäre halt so geil. Aber jetzt sneaken wir uns mal hier unten lang. Schön durch die Pfütze. Und hopp. Ist halt immer noch schade, dass du keinen Pionier hast. Ist halt ein bisschen auch blöd, dass das APC jetzt da hinten steht. Aber die Brücke ist frei, dann kann ich mit dem nächsten vielleicht rüber. Ist aber jetzt aktuell noch ein bisschen schwierig. Schmeißen wir mal da ein Nate rein. Ah, hier kann man auch von außen cappen. Ja, easy. Lass mal den Onkel das machen hier. Pass mal auf. Hey, wo ist der Feind? Haupttor, easy. Wo ist der Feind? Hier hockt doch safe noch irgendwo einer. Gehen wir mal noch einen hoch. Da kannst du hier über drei Etagen cappen. Wie dämlich ist das denn? Oh, guck mal. Da snipert einer. Los, schnapp sie dir. Knall sie ab. Oh, Mann. Irgendwie klappt das nicht mehr. Ich versuche mal Freunde zu finden und alle machen sie mir weg. Das ist schon voll egoistisch von denen allen. Was geht da unten so ab? Uiuiui. Uiuiui. Was liegt denn hier so Waffen mit technisch rum? Ah, komm, gib mal her das Ding. Vielleicht können wir damit noch den einen oder anderen wegklatschen. Oh, da unten rennt was. Batz. Das Geile ist halt an der Mosin. Na, komm. Zeig dich. Oh Gott, da hab ich veraimt. Was ich sagen wollte, das Geile an der Mosin ist, dass das Ding halt übelsten Damage hat. Jetzt müsste man noch treffen damit, dann wäre alles super. Geil, kurz nachladen. Ich habe ja eine Munikiste hier oben, das ist der Vorteil. So, wo ist der Typ jetzt gewesen? Da. Zack, weg mit dir. Zack, weg mit dir. Ach ja. Zack, ins Maul. Zack, weg mit dir. Das läuft doch wie am... Aua. Nicht das machen. Denn ist noch ein Panzer irgendwo. Kuckuck. Ah, verdammt. Hat er mich erwischt, die Sau. Dann würde ich sagen, wir gehen da jetzt rein mit der Granatbüchse und Granatbüchsen da ein bisschen. Pass mal auf. Pup. Ja, es wäre cool, wenn ich da jetzt einen geholt hätte. Aber man kann nicht alles haben. Oh, da liegt eine Waffe. Oh, ja. Hat sich erledigt. Hallo. Lauf, 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 lauf. Wartet mal kurz, bis sich die Lage hier beruhigt hat. Das ist unser Mann. Und jetzt rushen wir da rein. Okay, super funktioniert. Wo pimmelt denn der rum? Da oben. Fuck, daneben. Jetzt, Alter. Aber ich lebe noch. Das ist halt blöd, wenn die da rumgammeln. Die können halt uns jetzt richtig schön wegsnipen.
Aber sobald wir da mal drin sind, ist das auch alles ganz entspannt, würde ich mal sagen. Du hast ja die Mauer hier unten ganz gut als Deckung. Wenn du keine Sprengladung in die Fresse kriegst. Oh, ich sehe gerade, ich habe ein Stück dabei. Frag mich nicht, warum. So. Dann kommen wir halt wieder mit dem Halbketten-Dingsbums. Gucken, ob das Ding genug PS hat. Ist halt die Frage, wenn ich da durchfahre jetzt. Aber ja, ich muss eigentlich durch den Eingang. Ich weiß nicht, ob ich da hinten sonst durchkomme. Wir knallen jetzt da erstmal noch Arti hinter dem Punkt, weil sie eh von da kommen. Und dann fahren wir einfach mal ganz entspannt dahin. Nehmen noch ein Schlückchen Aiming-Getränk. So. Dann gucken wir mal, ob wir da durchkommen. Hä, sind die Packs hier despawned oder hat die eine wegmontiert? Ich weiß es gar nicht. Gehen die mittlerweile alle weg? Doch, oh nix. Bis ich da bin, ist die Runde wahrscheinlich vorbei. Aber wenn ich jetzt da so Vollgas runterbretter, steht da ein Panzer im Weg. Das ist schlecht. So. Jetzt haben wir hier hübsch eingeparkt. Jetzt gehen wir rein. Boah, Alter. Können die mal aufhören, hier Explosives zu spammen? Kleinen Sacknasen. Kann ich auch. Ich habe einen Gewehrgranatwerfer. Pisser, du. Oh, fuck. Den habe ich nicht gesehen. Oh, haben schon gewonnen. Ich renne da nicht rein, da knallt's gleich. Ja, so schlecht war die Runde ja gar nicht. Aber das Halbketten-Ding ist auf jeden Fall ganz cool, wenn man damit auch Panzer einigermaßen brauchbar bekämpfen kann. Was sagt denn das Scoreboard? Ja, Platz 3 ist jetzt nicht so geil. Aber hat auf jeden Fall schon schlechtere Runden. Das kann man ja fast mal so stehen lassen. Abgeschlossene Forschung. Ich glaube nicht, ja, 566.000 freie Forschungspunkte bei den Deutschen. Also egal, was da reinkommt, das kann ich mal ganz entspannt noch erforschen. War jetzt recht kurz die Runde, aber wir haben die Halbketten immerhin ausprobiert. Ich hoffe, die Runde hat euch trotzdem gefallen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Haut da rein.